Leute, heute könnt ihr lernen, wie man Lachs macht, und zwar finnischen Lachs. Dafür habe ich euch mitgebracht Nordic Fish. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch noch Nordic Wild, und das machen wir heute auf einem Hirschrücken. Das wird super lecker. Super lecker. Ganz zart, und das Gewürz passt da sehr gut zu. Schmeckt super lecker, und wie ihr gesehen habt, es ist ganz easy, geht ratzfatz. Guten Morgen aus Finnland. Wir sind Anne und Stefan von Ankerkraut. Aber Stefan, wir sind doch gar nicht in Finnland. Nee, wir sind auch gar nicht in Finnland, aber ich war in Finnland. Wer es nicht gesehen hat, geht auf YouTube und sucht bitte nach Taste of Ankerkraut. Finnland, da werdet ihr die Videos sehen. Ich war im Wald, ich war auf den Bergen, ich war im See, am See, ich war angeln und... Und ich war alleine zu Hause, und das war auch mal ganz okay so, tatsächlich. Stefan, was hast du mir denn mitgebracht? Als ich in den Wäldern von Finnland war und an den Seen, kam mir die Inspiration zu Nordic Fish. Super Fischgewürz für Lachs, aber auch für Fische aus dem See. Und Nordic Wild für Wildtiere aller Art. Super lecker. Heute für euch auf eurem Tisch aus Finnland in eure Küche. Und wie immer, alle Sachen, die wir machen, sind ja super easy. Also ihr müsst jetzt nicht erst 20 Kilometer weit, was weiß ich, wohin irgendwie fahren und 1000 Sachen kaufen, sondern einfach ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch. Und ganz ehrlich, wenn es kein Wild ist, erzählt es niemandem, aber es funktioniert zum Beispiel auch auf Rind. Genau. Möchtest du mir helfen? Darf ich dir denn helfen? Du darfst mir helfen. Das ist ja immer so eine Frage. Ja. Pass auf, ich bin ja eigentlich gar kein Fischtyp, deswegen, ich taste mich ja da langsam ran, darf ich den Fisch machen? Du darfst den Fisch machen. Und du sagst mir, was ich machen soll. Genau. Das ist der einzige Punkt in unserer Beziehung, wo Stefan mir sagen darf, was ich machen soll. In der Küche. Nordic Fish ist ein Fischgewürz, kann man aber auch als Fischrub nehmen. Und das machen wir heute so, wir nehmen den Lachs. Teilen das einmal durch in der Mitte, weil das Stück relativ breit ist, und dann kommt das hier auf diese Zedernholzplatten drauf, und dann kommt das indirekt auf unser Big Green Egg. Natürlich wird das Fleisch dann noch eingerubbt mit dem Nordic Fish. Bitteschön. Okay, ich darf loslegen. Willst du Handschuhe anziehen? Nein. Echt nicht? Ich rebell. Ich möchte richtig fischige Finger für dich heute Abend haben. Okay. Super. So, jetzt ganz viel Rub drauf. Ja. Doch, weißt du ja. Ich mach den Fisch. Okay. Du darfst gleich da den Hirsch. So, okay. Richtig schön bedecken. Ein Glück macht Anne das, die kann das richtig gut. Ja. Vollprofi. Also wir haben ja auch noch einen anderen Rub für Lachs, die Küstenkruste. Aber man sieht schon, das unterscheidet sich schon. Hier fehlen zum Beispiel die großen Zuckerstücke. Ne? Ja. Das ist ein komplett anderes Gewürz. Hier ist überhaupt kein Zucker drin. Und das ist sehr viel kräuteriger. Guck mal, also, jetzt darfst du ihn auf das... Ja. Also ich bin ja ein Fischfan, und ich finde, das riecht großartig. Ja, es riecht auch nicht so fischig. Das ist ja immer mein Problem mit Fisch, dass der irgendwie fischig schmecken dürfte, sollte. Aber so, glaube ich, werde ich den auch gleich essen. Dieser Fisch schmeckt super. Wir gehen jetzt an den Grill und tun unseren Lachs auf das Big Green Egg. Kommt mit. Stefan, bevor wir das jetzt auf den Grill machen, bei dem Video aus Finnland hast du gesagt, ohne Dill geht bei Fisch gar nichts, beziehungsweise das hat die Finnin gesagt. Was ist denn da jetzt in dem Rub alles drin, weißt du das? Das ist eine Mischung aus Kräutern, und hauptsächlich ist da auch Dill drin. Dill, Petersilie, Koriandersaat, Fenchel, Piment ist da, glaube ich, auch drin. Die Sachen kommen jetzt aus Deutschland. Der Lachs ist quasi hier gekauft, aber der Geschmack kommt aus Finnland. Hm, sehr gut. Mach mal den Grill auf. Okay, los geht's. Boah. So. Die Zedernholzplatten kommen da jetzt einfach so indirekt drauf. Das wird so etwa 20 Minuten dauern, glaube ich, brauchen, bis der Lachs durch ist. Und man sieht das dann, wenn der Saft aus dem Lachs austritt, quasi das Eiweiß hart wird, dann ist er fertig. Mm. Bis gleich.
Stefan, der Fisch ist jetzt auf dem Big Green Egg und währenddessen können wir ja quasi gleich weitermachen. Was gibt's denn jetzt? Das ist ein Stück Hirschrücken. Sieht wunderbar aus. Sieht richtig gut aus, ja. Da kommen jetzt einfach ein paar Tropfen Öl drauf, weil das ist sehr trocken und der Rub würde sonst nicht so gut haften. Weil das Fleisch sehr mager ist. Ja, mach das mal auf bitte. Ich tue das Öl einfach drauf und schmiere das einfach mit den Händen ein bisschen ein. So. Oh, das Fleisch ist echt richtig zart, das merkt man schon. Das ist, wow, das wird super gut schmecken. Mach mal schön viel drauf bitte. Okay, richtig viel, dann nehme ich einfach den großen Auslasser. Genau, nimm mal den großen bitte. Und lass mich bitte einmal riechen dran. Mehr bitte. Lies doch mal vor, Anne. Okay, Zutaten. Paprika edelsüß, Zwiebel, Salz, schwarzer Pfeffer, Oregano, Kümmel, Paprika geräuchert, Knoblauch, Tomate, Zitronenschale, Piment und Lorbeer. Sieht wunderbar aus. Und das Ganze kommt jetzt auch auf den Grill. Ich glaube, das geht sogar noch etwas schneller als der Fisch, weil das Stück ist echt relativ dünn. Mhm. Sieht aber super aus. Ja, ganz, ganz zart. Das merkt man jetzt schon viel. Also wenn ich den Fisch dann wieder erwartens doch nicht mag, dann habe ich ja hier. Dann nimmst du das einfach. Genau. Also, das kommt auf den Grill. Kommt mit. Kommt einfach mit. So, das Ganze kommt jetzt indirekt auf den Grill. Was meinst du, wie lange braucht das? 15 Minuten, 10 Minuten, kann ich so nicht sagen. Der hat jetzt ungefähr 200 Grad. Es geht relativ schnell. Ist ja auch ein kleines Stück. Zischt auch schon schön. Appetit happen. Genau. Der Fisch ist fertig, dann nehmen wir den mal runter. Das sieht ja sogar für mich tatsächlich lecker aus, muss man sagen. Guck dir das mal riechen? An. Lecker, oder? Ja, sehr lecker. Da ist unser Lachs fertig. Man kann sehen, wenn oben so ein bisschen der Saft austritt, dann ist der Lachs fertig. Nee, nee, nee. Ich möchte es einfach mit der Gabel machen, Nein. oder? Nein. Oh, Mist. Schade. Das geht so nicht. Ich wollte das schön in Stücken schneiden. Das funktioniert leider nicht so ganz. Vielleicht hättest du mal auf mich gehört. Darf ich eine Gabel haben? Nein. So, das ist jetzt unser Lachs mit dem Nordic Fish. Und wir probieren mal. Ich esse nur die Kruste. Das schmeckt in der Tat richtig gut. Schmeckt auf jeden Fall nordisch, würde ich wirklich sagen. Schmeckt so gut, dass ich jetzt den ganzen Fisch alleine essen möchte. Kannst du auch? Weil ich gehe jetzt zu dem Hirsch. Das ist meiner. Okay. Oh, das sieht super lecker aus. Guck mal, Achtung. Platz da. Wow, der tropft. Das sieht super lecker aus. Und ich schneide das mal an, glaube ich. Ja. Guck mal. So muss wild aussehen. Guck dir das mal an. So, dann würde ich gerne mal probieren, Anne. Ich auch. Guck mal, ich habe ein richtig schönes Randstück. Oh Gott. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, ob der Fisch besser war oder der Hirsch. Ich glaube, der Hirsch. Definitiv. Boah. Super toll, lecker. Oder? Super lecker. Ganz zart. Und das Gewürz passt da sehr gut zu. Schmeckt super lecker. Und wie ihr gesehen habt, es ist ganz easy, geht ratzfatz. Wir freuen uns, wenn ihr das Ganze nachschaut und nachkocht. Und du machst jetzt die Abmoderation, dann kann ich nämlich weiter essen. Wenn ihr noch mehr tolle Gerichte sehen wollt und sehen wollt, wo der Geschmack der Welt herkommt, dann folgt uns doch auf YouTube. Da gibt es nämlich Taste of Ankerkraut. Wir waren schon in sehr vielen Ländern und wir werden noch in sehr viele Länder reisen. Und ich war froh, dass ihr mit dabei wart heute. Ich muss jetzt mit Anne um das Stückchen Fleisch kämpfen. Und den Kampf werde ich verlieren, das weiß ich. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Schaltet ein. Tschüss. Boah. Lecker. Kaufen könnt ihr das bei uns in unserem Online-Shop auf ankerkraut.de oder im ausgewählten Handel Nordic Wild, Nordic Fish, Taste of Finland. Auf YouTube. Also ich lass dich sagen, wir sind Anne und Stefan. Das war's. Ich sag dann, welcome, wir sind... Welcome to the Stefan-Show! Ja. Guten Morgen aus Finnland. Wir sind... Anne. Und Stefan von Ankerkraut, du solltest beides sagen. Ja, ja. Und zwar haben wir hier, was für ein Holz? Mist. Dann wird natürlich der Fisch gerubbt mit Nordic Wild. Taste of Finland. Und ihr seid mit dabei. Ich hab gespuckt. Ja. Taste of Finland. Und ihr seid mit dabei. Steak, Gewürze, andersrum. Kommt einfach mit. Du musst es auch gut machen. Kommt einfach mit. So geht das. Taste of Finland. Heute mit Anne und Stefan von Ankerkraut und Nordic Wild. Nordic Fish.